In diesem Video haben wir die krasseste Minecraft TNT Mod getestet und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Video. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der ersten TNT Sorte und zwar dem normalen TNT. Ich habe hier vorne schon ein normales TNT explodieren lassen und ein normales TNT macht eine Fläche frei von genau 7 Metern, heißt 7 TNT Blöcken. Und das erste, was wir hier haben, ist das TNT mal 5. Heißt, dieses TNT macht 5-mal mehr Schaden als ein normales TNT. Ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, das Hühnchen, nein! Ihr habt es gerade gesehen, das ist das TNT mit der 5-fachen Stärke eines normalen TNTs. Hier seht ihr nochmal den Unterschied. Einmal normales TNT und das TNT mit 5-facher Stärke. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt weiter zu dem TNT mal 20. Dazu habe ich hier nochmal eine freie Fläche und 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Das ist das TNT mit 20-facher Stärke, das ist schon mal sehr, sehr wild. Aber nach unten geht es auch gar nicht so weit weg. Also es geht eher zur Seite, aber so nach unten passiert da noch nicht ganz so viel. Aber dazu haben wir natürlich auch die nächsten TNTs noch, und zwar ein TNT mit 100-facher Stärke wie ein normales TNT. Ihr habt es gerade ja schon gesehen, was ein normales TNT kann. Jetzt haben wir das Ganze mit einer 100-fachen Stärke. So, wieder neue Fläche rausgesucht und 3, 2, 1 und es passiert nichts. Es passiert nichts. Oh mein Gott. Okay, das ging auf jeden Fall schon mal weiter nach unten als die anderen. Hier war einfach noch Lava. Perfekt. Was ist denn hier passiert? Okay, das ist doch etwas mehr gewesen, als ich gedacht habe. Okay, ich dachte, das wäre schon gewesen, aber dann habe ich noch gesehen, es gibt noch ein TNT mal 500. Guckt euch an, wie das aussieht alleine. Hilfe. Okay, ich würde sagen, 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott, das dauert so lange. Ich weiß nicht. Es passiert nichts. Hilfe. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, yo. Hey, was ist das denn? Jetzt ging es auf jeden Fall extrem tief nach unten. Was ist denn das? Was ist denn hier passiert? Ich hatte das extra neben dem anderen gemacht, dass man so den Vergleich sehen kann. Aber was ist das denn? Warte, das machen wir nochmal. So, hier ist nochmal eine neue Fläche gewesen. Hier haben wir schon mal das TNT nochmal gezündet und... Hilfe. Oh mein Gott, yo. Hä, das geht wirklich so weit nach unten. Ich dachte, das wäre irgendwie durch irgendeine Höhle oder so hier unten gewesen, aber nein. Das geht wirklich einfach bis da unten. So, als nächstes haben wir das Cobblestone-Haus-TNT. Darunter kann ich mir gar nichts vorstellen. Jetzt spawnt hier so ein Haus einfach, keine Ahnung. 3, 2, 1, go. Ich hoffe, hier kommt gleich irgendwas. Oh, aber was? Es spawnt hier wirklich einfach ein Haus. Hä, das wusste ich nicht. Auf einmal ist hier ein Haus einfach gespawnt. Was ist das denn? Wir machen mal mehrere nebeneinander. Was passiert jetzt? Ah, perfekt. Ja gut, ich spawn einfach ineinander, okay. So, ich habe hier nochmal zwei andere Häuser gefunden. Die testen wir auch nochmal kurz einmal aus. Also einmal das hier. Was passiert jetzt? Yo, das sieht aber viel, viel schöner aus. Yo, das könnte einfach mein Haus sein auf unserem Server. Wie geil. Ja gut, okay, so schön baue ich glaube ich doch nicht, aber okay, wir machen weiter mit dem nächsten, mit dem letzten Haus. So, wir haben hier das nächste TNT, das hat auch eine ganz, ganz wilde Form. Ich habe keine Ahnung, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich glaube, das geht eher so richtig tief nach unten, oder? Ah, perfekt, was ist denn das? Warte mal, Das geht einfach bis... Was? Der geht einfach extrem tief nach unten. Warte mal, wenn wir hier so ganz viele machen... So ganz viele Löcher haben wir gleich hier. Bang, 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 bang. Bum, bum, bum. Okay, jetzt haben wir hier irgendwie so Day-TNT gefunden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt erstmal Nacht gemacht. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Wir zünden es einfach mal und sind gespannt. Es ist wirklich einfach Tag geworden. Was ist das denn? Boah, das spawnen einfach Häuser. Das spawnen Löcher. Und hier wird einfach auf einmal Tag. Was ist denn das? Okay, wir wollen natürlich aber auch stärkere, krassere Explosionen sehen. Deswegen gehen wir jetzt mal zu God-TNT rüber. Und hier haben wir einen Global Disaster oder so. Wir suchen uns wieder eine neue Fläche raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da steht hier einfach Go. Ja, das ist doch G und No, oder? So sieht es zumindest aus. Irgendwie, keine Ahnung. Wir zünden es. Let's go. Oh mein Gott, was ist das denn? Einfach mit Partikeln drumherum. Was ist denn jetzt los? Angst. Es verschwindet. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Was? Yo. Hey, wie tief geht das denn? Was? Ich habe alles erwartet, aber nicht das. Wir nehmen das Reset-TNT. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Falls überhaupt was passiert jetzt. Okay, irgendwie passiert hier gar nichts. Ich weiß nicht. Irgendwie zündet das nicht. Ich habe keine Ahnung. Hilfe. Hallo? TNT? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Zündet hier irgendwas? Okay, wir nehmen einfach noch das Hungry TNT dazu und zünden das einfach komplett daneben. Wow, wow, wow.
und zünden das einfach mal daneben an. Was passiert jetzt? Was ist das? Hilfe, ich bin gefangen. Ich krieg Schaden. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich bin einmal gestorben. So, ich habe mir das nächste TNT rausgesucht. Ich hoffe, hier passiert jetzt mal ein bisschen mehr als bei der letzten. Irgendwie passiert ja auch nichts. Warum zünden die nicht? Gleich einfach halbe Welt weg. Hilfe. Oh nein, es ist auch... Oh nein, es ist weg. Es ist weg, es ist weg. Was passiert jetzt? Nein, 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 nein. Ja, okay, irgendwie passiert hier nichts, weiß ich nicht. Ich mache das nochmal auf dem gleichen Fleck mit einem anderen TNT. New Year's Firework. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das denn? Yo, es regnet einfach Blöcke. Es regnet einfach Blöcke, hä, wie cool. Warte mal, davon machen wir mehr. So, okay, ich glaube, das sollte reichen. Wir zünden einfach mal so viele wie möglich an. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Und da gucken wir einfach mal, was hier so danach los ist. Oh mein Gott, ich will das sehen. Oh, es leckt. Ui. Hilfe. Hallo? Wow, was ist das? Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen hier. Irgendwie, also... Yo, okay. Oh mein Gott. Okay, gut. Wir wollen aber trotzdem noch den Rest hier anzünden. Oh Gott, es leckt wieder. So, okay. Ich glaube, das sollten die letzten gewesen sein. Wir haben die Welt auf jeden Fall ein bisschen verschönert. 1.30 Update ist auf jeden Fall schon gesichert. Neues Biom. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten TNT und let's go. So, ich habe hier gerade was gefunden. Ich habe hier ein TNT mal 2000 gefunden. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt oder so, keine Ahnung. Aber mal 2000, stellt euch das mal vor. 7 Blöcke mal 2000, das ist so eine riesige Fläche. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, was jetzt passiert. Nein, 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 nein. Es ist weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gleich ist so die ganze Welt einfach weg. Oh mein Gott, es passiert irgendwas. Es passiert irgendwas. Ich habe Monster Hunter. Oh mein Gott. Was? Ist das? Was ist hier passiert? Hä, wie tief geht das? Oh mein Gott. Das sind 7000 mal 7000 Blöcke. Wollen wir mehrere ineinander zünden? Wir zünden hier einfach mal nochmal eins. Zünden wir hier vorne nochmal einmal eins. Und dann stürzt mein PC gleich ab. Oh nein. Und dann zünden wir hier noch eins. Okay, das sollte eigentlich reichen. Ich sage euch wieder Bescheid, wenn was passiert ist. Okay, oh mein Gott, ich hab's verpasst. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Das war, glaube ich, ein TNT. Ich weiß nicht gerade. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt alle drei aufeinander waren oder ob das jetzt eins war. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das zweite TNT ist explodiert. Aber wir hatten drei. Das ist, oh mein Gott. Was ist das denn? Hä, wie geil sieht das aus? Aber, das sieht voll cool aus. Oh nein, die Hühner. Yo, hi. Was geht? Wie geht's euch hier so? Ihr habt noch einen angenehmen Abflug. Ich würde sagen, ich lasse euch hier mal alleine. Viel Spaß und tschüss. Das ist so, oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, und da war das dritte. Jo, das ist eine Höhle sogar. Mit der Höhle ist ja noch cooler. Was ist das denn? Hä, 1 bis 10? Schreibt mal in die Kommentare. Wie sieht das so aus? Hä, das ist ja wirklich bis zum Bedrock einfach runtergegangen. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten TNT und let's go. Das heißt einfach Katastrophenklärer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber dazu haben wir ja das Video hier. Wir probieren es aus. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und... Einfach komplett weg. Was passiert jetzt? Hallo, TNT? Okay, irgendwie so viel Katastrophe war das jetzt doch nicht mit dem TNT. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch was passiert oder so. Ich weiß es nicht. Wir nehmen erstmal das nächste TNT, denke ich mal. Ätzendes TNT, okay. 3, 2, 1 und... Sorry, Huhn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was passiert jetzt? Was? Was ist das denn? Oh mein Gott. Hä, das hört gar nicht auf. Hä, wie viel TNT kommt denn hier noch? Okay, ich glaube, jetzt ist Ende, jetzt... Oh mein Gott, wir sind wieder beim Bedrock. Und damit kommen wir auch zu der nächsten Kategorie Weltuntergangs-TNT. Ich finde das auf Deutsch nochmal etwas krasser. Deswegen lassen wir das auch mal bis zum Ende des Videos jetzt auf Deutsch. Schwarzes Loch doch. Schwarzes Loch rein da. Bumm, bumm, anzünden, let's go. Oh, oh, Angst, 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 Angst. Jo, das steigt hoch. Oh mein Gott, das zieht mich ein. Aber nicht nur mich. Oh mein Gott. Ich werde irgendwie mitgezogen. Ich habe 11 FPS. Ja, aber wie lange geht das? Ich muss hier weg. Ich muss hier irgendwie weg. Ja, guckt euch das mal an. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Auf einmal explodiert das Ding. Was ist denn jetzt passiert? Das Loch zieht erstmal alle Blöcke ein und dann explodiert es einfach. Auch wieder nicht so tief wie bei den anderen. Aber, also ich würde sagen, wir kommen zu den letzten zwei TNTs, die wir heute in diesem Video zünden werden. Lasst doch gerne nochmal ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wir gehen zum vorletzten TNT weiter. Let's go. Okay, das TNT heißt Hitzewelle. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Hitzewelle? Ich gehe mal lieber weiter weg. Wer weiß? Oh mein Gott. Yo, mein Gott. Wie weit? Was?
Wie weit? Was ist das denn? Guckt euch das mal an. Was ist denn das? Okay, so langsam hört's auf. So langsam wird's weniger. Ich würde sagen, wir zünden das letzte TNT für heute in 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Oh mein Gott. Was war das? Oh mein Gott. Was? Was? Was ist das? Was passiert jetzt? Es gewittert auf einmal und auf einmal fliegt so TNT runter. Was? Hier fliegen noch mehr. Das ist ja... Was? Ja, die schlagen nicht alle so stark ein, ne? Oh. Oh. Oh, oh. Mein Spiel ist abgestürzt. Ja, Leute, mein Spiel ist einfach abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich glaube, ein Blitz war einfach geisteskrank zu viel für das Spiel. Ich weiß nicht. Minecraft hat sich einmal geschlossen und hat gesagt, tschüss, wir sehen uns nie wieder einfach. Ich würde trotzdem sagen, lasst gerne nochmal ein Like und ein Abo da auf diesem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Schaffen wir die 20 Likes auf dem Video. Das ist so das Ziel erstmal. Und da würde ich sagen, schaut gerne nochmal beim letzten Video vorbei. Dort habe ich nochmal den kompletten Community-Server vor einem halben Jahr zerstört. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ciao, ciao.